Einmal im Lager, Schweinchen streicheln. Heb's mal hoch. Ja, Moment mal. Jetzt ist es sauer, weil ich wieder zu früh aufgehört habe. Jetzt ist es sauer, jetzt kann ich nichts mehr machen. Okay. So, was möchte der Kapitän? Mach klar Schiff! Lass mich dir das beste Zeug zeigen. Die Argosy ist ein Handelsschiff, aha. Das Angebot ist bei jedem Anlegen ein anderes. Was seltene Objekte, die es nirgendwo sonst gibt. Ein Besuch lohnt sich also. Achso? Kann ich da kaufen? 432, okay. Okay, ja gut, da müsste ich jetzt natürlich die Symbole scheinbar kennen. Mal gucken, was kann ich denn da? Du kannst, wenn du Y drückst, dann kannst du gucken, was das ist. Tunde Marien. Schießpulver, Fassbombe, Flammbeutel. Ach, das, keine Ahnung, klingt gut. Ich nehm's mal mit hier. Wird alles mitgenommen. Punkte habe ich ja genug, also gerade eben. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Queste, dann ist durch. Es war noch nicht fertig jetzt, ne? Also gut. So, jetzt sehe ich erstmal mit dem Typen da hier. Was ist los? Ja, okay. Hat schon wieder irgendwas gesagt von wegen hier. Mach dich bereit, es geht weiter. Viel mehr habe ich jetzt natürlich nicht verstanden. Ach, jetzt kann ich Rüstungsfarben ändern. Theoretisch. Super, ganz wichtig. Ja. Okay. Bricht zu einer Expedition auf. Das ist das nächste, was ich jetzt bei mir auf der Agenda habe dann. Okay, dann suche ich doch mal wieder die Wildexpertin. Beziehungsweise ich würde noch mal ganz kurz ins Schmiedelager mal abdriften. Mal schauen, ob ich jetzt irgendwas Neues bauen kann. Ja, du kannst jetzt die Magdoros-Rüstung bauen. Da muss ich dann wahrscheinlich die Hauptmission noch ein paar Mal farmen, nehme ich an, oder? Yep. Ach je. Sonst wäre es ja zu leicht. Selbstverfreilich. So. Vergleichen. Achso, das ist ja die ich schon habe. Okay. So, was kann der mir jetzt anbieten, der Kollege? Ausrüstung schmieden. Hä, bin ich blind? Stand nicht irgendwo die Seltenheitsstufe von dem Zeug? Check's gerade nicht.
Was willst du gucken? Die Seltenheitsstufe suche ich von dem Ding. Von der Rüstung oder was? Mhm. Es steht oben rechts, oder wo bist du jetzt drin, beim Schmied? Ja, genau. Dachte ich nämlich auch, das steht irgendwo oben rechts. Ich bin gerade völlig blind. Drück mal RT oder LT, vielleicht bist du ein, zwei nach links gerutscht oder nach rechts. Nee. Weil da gibt's ja noch mehr Ausrüstungsinfos. Ach Moment, jetzt habe ich es wieder. Hm. Okay, was auch immer ich da jetzt gedrückt habe. Dieses Spiel verwirrt mich aufs Allerärgste. Seite weg. Nee, das blicke ich nicht. So, mal schauen, Talisman. Kann ich da irgendwas? Spezialschuss ziehen, Talisman? Nee, ist auch nichts dabei. Diese Wächterrüstung kann ich ja eh nicht verbessern. Ach so, von dem Schwert wollte ich ja mal gucken. Da mittlerweile was? Oh ja, da gibt glaube ich was. Belobigung. Moment, was habe ich da jetzt da? Das ist... Verteidiger Katana 2. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz. Also, was sind das? Müsste doch jetzt irgendein Verteidigerbaum gewesen sein oder irgendwie sowas. Wo war das denn? Genau, Verteidiger. Achso, okay. Verteidiger Katana 3 kann ich jetzt machen. Ja, okay, dann machen wir das doch mal. Dann haben wir wenigstens mal wieder was Neues zum Schnetzeln. Und das 4 da ist noch unbekannt, okay. Schön, schön, schön. Dann Wildexpertin und Expedition. Oder irgendwie sowas. Oder umgekehrt. Na dann. Kann ich ja vielleicht sogar gleich mitmachen. Schauen wir mal. Neue Quests bekannte machen. Hä? Geht gar nicht? Nee, Expedition ist wieder einfach rauslaufen. So. Begibt dich zur Wildturmödnis. Okay. Expedition, Wildturmödnis. Da. Dann guckst du mal, ob du ein Leuchtfeuer setzen kannst. Ja, ist ja... Nein, ich wollte es nur sagen. Es war nicht unter Druck setzen, sondern einfach nur sagen. Ich hab's noch nie mal gedrückt. Mach ein Leuchtfeuer, ich will mitspielen. Hab ich doch gar nicht gemeint so. Ich hab doch nur gemeint, dann könntest du ein Leuchtfeuer setzen. Mann, mach mich doch nicht so an hier, nur weil ich hier hibbelig durch die Gegend stehe. Nee, geht nicht. Ich kann leider keine... keine... So. Ich muss wieder untersuchen. Wahrscheinlich muss ich wieder irgendwas finden. Okay, dann begebe ich mich mal auf die Expedition. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, was ich suche. Hä? Hat die dir nicht gesagt, was du jetzt suchen sollst? Untersuche die Wildtierenödnis. Na toll. Du musst einen Pukai Pukai finden. Ah, ja, doch, habe ich irgendwo vorhin schon mal was gelesen oder gehört gehabt, ja. Aber nachdem die ganzen Dialoge bei mir gerade automatisch durchraddern, kriege ich halt nichts mit, was sie von mir wollen eigentlich. Ich weiß aber nicht, wo dieses Pukai Pukai rumfliegt. Keine Ahnung.
Oh, großes Gekritzel. Wo ist denn das große Gekritzel da jetzt schon wieder? Da ist ein großes Gekritzel. Ja, Pokai Pokai werden wir schon finden. Ich vermute, wenn du aus dem Lager gehst, links. Bei diesem Wasser vorbei in das Wäldchen rein, dass es da irgendwo umfliegt. Ich muss erst mal finden, wo es überhaupt rausgeht, weil ich stecke jetzt in irgendeiner komischen Höhle hier fest. Achso, du bist da. Ja, okay. Dann Richtung. Warte mal. Das muss ich ja mal überlegen. Richtung. Also vermute ich mal so 1 bis 4. 1, 1, 1, 2, 4, so um den Dreh. Ja. Höhle? Ausgang? Wo? Ah, Moment. Nee, keine da. Ahnung. Ich war, glaube ich, noch nie tauchen hier in dem Spiel. Ah ja. Okay, jetzt sind wir mal getaucht. Ja, okay, ich habe den Ausgang der Höhle wenigstens gefunden. So, was hast du jetzt für Nummern gesagt? Ich vermute mal so zu irgendwo bei 3, 2, 1, sowas um den Dreh. Okay. Wo ist denn das Gekritzel? Wo ist denn das schon wieder? Ah, da ist es. Dann schaue ich doch mal, wo bin ich denn jetzt gerade? 1, 2, 4. Da muss ich ja umdrehen. Okay, da muss ich in die andere Richtung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er da. Oder ist es da, wo ich überhaupt mein? Moment mal, kann ich gar nichts mehr wetzsteinen? Doch. Ach nee, warte. Ich check gerade die Karte nicht. Warte mal kurz. Ich glaube, ich bin gerade. Guck ich gerade falsch? Ja, meine, doch, so. Meine Wetzsteinfarbe ist jetzt blau. Die war die ganze Zeit gelb. Kannst du mir ja. Ist das macht das irgendwas? Oder? Ja, deine Waffe ist jetzt stabiler. Das heißt, du musst es nichts mehr so oft wetzen. Du hast jetzt quasi eine Schicht dazugekriegt. Ah ja. Und ich bin jetzt zum Beispiel auf weiß. Ich wetze aber sofort, wenn die erste Schicht weg ist, weil je mehr Schichten weg sind, desto schwächer wird auch deine Waffe. Okay. Dann gehen wir doch mal da hoch. Da müssen wir doch eigentlich dann in die Richtung kommen. Ja, Pukai Pukai haben wir doch schon mal gehabt irgendwann, oder? Ja, ja, das... Müsste doch eigentlich das... irgendwo dann auch mal eine Spur oder sowas finden davon dem Viech. Das ist ja das Mysterium. Was macht ein Pukai Pukai in der Wildturmödnis? Und alles ist der im uralten Wald zu Hause. Achso, okay. Will heißen, die Geschichte geht noch weiter. Und es war jetzt nicht mit dem Magmados fertig. Nee, wir haben noch ein bisschen was. Das Großfinale wartet noch. Trotzdem muss ich mich irgendwann mal hinsetzen und tatsächlich mal gucken, was es eigentlich alles für Möglichkeiten im Spiel gibt. Ich habe immer noch das Gefühl, ich kratze komplett nur an der Oberfläche. Das kann sein, ja. Ich renne hier gefühlt rum wie Rambo und ja. Tu ansonsten aber nichts. Sieh dir mal diese Fährte an.
Puki Puki? Was zur neuen Welt macht der hier? Puki Puki. Ah, Puki Puki? Nee. Die Spur von Puki Puki habe ich aber auf jeden Fall. Na, das ist doch schon mal gut. Also zumindest mal irgendwelche Spuren. So, jetzt ist nur die Frage, in welche Richtung ist denn der? Wahrscheinlich ist er eh wieder oben, oder? Also so Zeug findet man immer irgendwie oben. Ich weiß es nicht mehr, wo der ist hier, in der Winkland Ödnis. Ist alles Vermutung bei mir jetzt gerade. Du munkelst. Ich munkel. Sehr schön. Das Krümalkühne. Da ist auch wieder gekritzelt. Und wo geht's denn hier hoch? Aber den komischen runden Kaktus zum Beispiel hat auch noch so ein Fragezeichen. Wahrscheinlich weiß ich einfach nur nicht, was ich mit dem anfangen soll. Ah. Okay. Ah ja, jetzt alles klar. Unglaublich pieksig. Ach was. Das haben Kakteen, glaube ich, so an sich. Ja, du erkundest wieder die Welt. Ja, du sagst immer, nimm alles mit. Nimm alles mit. Ja, ist auch so. Ist auch so. Also dann lass mich doch alles mitnehmen. Es war doch kein Vorwurf. Ich hab's nur gesagt. Was willst du gerade von mir hier? Pugal, Pugal, Spuren. Möchte ich. So. Jetzt bin ich hier oben. Haben wir eine schöne Aussicht. Jetzt haben wir eine schöne Aussicht. Aber weit und breit kein Pucker-Pucker in Sicht. Aber schönes Panorama auf jeden Fall. Na komm, Hüpfi. Achso, der Kaktus respawnt schon wieder. Weißt du gerade auswendig, wie man diese Armbrust da noch benutzt? Die Armbrust? Ja, Schleuder, was auch immer. LT und okay. Dann. Und dann RT. Also LT zielen und dann RT abfeuern, aber du musst halt geladen haben. Ah, okay, deswegen habe ich auch die Kapseln zum Beispiel. Ah, okay. Genau. Gut, das macht Sinn. So, ich hatte doch vorhin hier diese Pukai-Pukai-Spuren. Wo gehen die denn weiter? Oder, Moment. Oder ist das, was da fliegt, tatsächlich... Nee, das sind nur irgendwelche kleinen Viecher. Das hat doch nichts mit Pukai Pukai zu tun. Pukai Pukai fliegt eigentlich nicht. Achso, fliegt nicht? Ich glaub nicht, ne. Nee. Ah, Moment, da sind wieder Spuren. Vielleicht sind es ja von einem Viech. Ratian-Fährte? Moment mal, was? Das kann nicht sein. Irgendwas stimmt nicht. Oh, was habe ich denn? Ein Puki-Puki. Ja, ich hab's gefunden. Hervorragend. Oh, es kommt auch direkt auf mich zu. Nicht so gut. Moment. Ich kann immer noch keinen. Moment, kann ich jetzt dazu? Nee. Ich kann ihn nicht leuchtfeuern. Du kannst nichts befeuern, das ist aber schade. Nichts befeuern. Ich hau mal ein paar Mal drauf, vielleicht geht's ja, sobald er das erste Mal wegrennt. Ja, alles gut.
Ich sag nix, sonst bin ich ja wieder hier der Böse. Hm. Naja, jetzt sind wir zwar. Was macht er jetzt da? Komm her, Schnucki. Du bist zwar nicht die hübscheste, aber ich nehme dich trotzdem. Eieiei, was macht denn der da für Gasangriffe? Gift. Oh oh, der pinkelt auf dem Boden. Hä? Was ist denn da jetzt los? Oh Gott, ich bin vergiftet. Gegengift. Kannst du mal aufhören, hier Gift zu spucken? Das ist nicht nett. Heilt er sich, wenn er in seinem eigenen Gift steht? Der leuchtet auch so komisch. Nicht, dass ich wüsste, weiß ich aber nicht. Keine Ahnung, du, keine Ahnung. Shit, warum hat er mich jetzt so rausgeworfen? Ja. Oh, ich glaube, ich habe mir schon irgendwas abgeschlagen. Da liegt was am Boden. Ah, oh, schon wieder vergiftet. Ernsthaft? Ernsthaft? Lass mich in Ruhe. Ich muss Gegengift auf. Achso, er ist abgehauen. Okay, na, so wurde es jetzt gemeint. Wieso nimmt er das so wörtlich? Kann ich dich jetzt? Nee, geht immer noch nicht. Ei. Bugel, Bugel, Federn. Was sind da? Gubbel, Gubbel? Was sind das denn für Viecher? Hä? Also im Diablo hießen die Dinger Fetische oder so. Was ist das? Glaube ich auch gleich mal drauf. Oh, die schmeißen Bomben? Also wenn du Bomben schmeißt, ne, hier, da bin ich ja ganz empfindlich. Ich wollte nur das Pukai-Pukai-Schwänzchen hinterluden. So, bist du noch da eigentlich? Ja, ich bin da, ich bin da. Ich habe mich nur gegen was... sagen wir es mal so, ich... Oh, ich habe mir Ärger gesucht. Mal wieder. Was macht denn der da? Seit wann spuckt denn der so Zeug? Das kenn ich so gar nicht. Eieiei, die sind aber auch so klein, da trifft mein Schwert nicht. Habe ich so ein dickes Schwert und dann hat es aber auch nur so eine kleine Hitbox. Das gibt's ja nicht. Ich hole mir, glaube ich, als nächstes irgendwie eine Keule oder so. Oder eine Schaufel oder ein Paddel. Theoretisch kann ich ja jederzeit die Waffe wechseln, ne? Also auf irgendwas anderes wechseln. Solange ich halt mir was entsprechendes crafte. Nein, im Kampf nicht, ne? Ne, im Kampf jetzt nicht, aber... Wenn ich jetzt einfach nur, sag ich mal, Bock auf eine andere Waffe hätte, dann reicht's ja aus, eigentlich nur eine andere Waffe zu craften. Ja, genau. Alter, was hat der gemacht? Ich hab hier Riss... Alter Schwede. Also die Mission müssen wir mal machen dann, mal so offline. Da kannst du geile Sachen farmen, die sehe ich gerade. Das ist ja krass. Was für eine Mission? Ja, nicht Mission, so Nebenquest. Nicht Nebenquest, also Aufgabe halt. Okay. Jagdaufgabe. Ups, Inventar ist. Oh, Rad hier an Schuppen. Ich will nur das Pukai-Pukai.
Achso, ah, das sehe ich ja, glaube ich, auf der Minimap. Oh Mann. Das ist ja auch schlau, dass ich da bisher noch gar nicht drauf geguckt habe. Was Spuren? Da. Oh, ein Diablos. Nee, mit dir möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Nein! Nein! Geh, bleib bloß weg, du! Ich habe nicht gesagt, dass du eine Revanche bekommst. Einmal verloren, immer verloren. Wo ist denn das blöde Puka hier hin? Ist das in die Höhle rein oder was? Ah, und wieso ist mein Inventar schon wieder voll? Ach, Kacke. Ist der stark. Und sauer. Oh oh. Das ist ja krass, was. Das ist ja cool. Was war denn da? Diablos, alle Fußspuren. Oh Mann. Hä, jetzt habe ich zwei Viecher auf der Karte. Oh Mann. Ich jetzt wüsste, was ist. Wahrscheinlich das Grüne ist das Bugai. So. Dann mal gucken, dass ich da irgendwie mal wieder hinkomme. Du schaffst das schon, du schaffst das schon. Ja, mit Sicherheit. Ja, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Es sind aber ganz schön viele Förderplätze da, hier gerade, wo ich bin. Denk dran, ne? Du hast Zeitlimit. Ja. Ich sag's nur, die Zeit ist dann schneller rum, als einem lieb ist. Weil du schlägst auch noch eine Weile auf den drauf rum. Aber doch keine 50 Minuten. Boah. Moment, sagen wir es mal so, ich habe schon geschafft, dass einige Missionen gescheit sind bei mir, weil ich zu lange drauf rumgeprügelt habe. Du hast ja wahrscheinlich auch nicht so diese ultra krasse Anfangsrüstung gehabt wie ich. Naja, es ist primär, die Rüstung ist egal, es geht um die Waffe. Och, jetzt kommt das Barot da noch hinten angeschissen. Meine Güte, ich habe hier echt so einen richtigen. Ich habe hier echt einen Fanclub. Na, du bist doch beliebt. Ist doch schön. Ja, ja, ja. Aber die wollen mir alle an die Gurgel, glaube ich. Das ist vielleicht nicht so schön. Das sind gemeingefährliche Paparazzis. So, wo steckst du? Wir haben ein Date. So, jetzt müsste ich doch eigentlich in der Nähe sein von dem Teil. Ah ja, hallo. Ibims. Ah, das Ding hat sich damit sicher in der Zwischenzeit wieder vollkommen regeneriert, oder? Oder geht es gar nicht? Doch, der kann. Die können sich regenerieren. Alter, macht der Schaden! Ist ja gerade nicht lustig. Ja, aber seinen Schwanz habe ich ja. Also den kann er nicht regenerieren. Vielleicht ist es ja ein Echsenviech. Das ist ja auch so ein bisschen, oder? So ein Echsenvogel, so wie das ausschaut. Keine Ahnung, eine Mischung aus Echse, Insekt und Vogel. So, wie das anmutet. Jetzt haut es schon wieder ab, oder was? Bleibst du mal gefälligst da? Oh nein, jetzt kommt noch so einer. Oh nein. Egal, was ich mache, der betäubt mich jedes Mal sofort. Alter! Lass mich doch mal raus da!
Mann, ey! Geh mir denn auf den Sack! Eieieiei. Das ist aber ein sehr kleiner, also. Dafür, dass es ein Chakra ist, Dings da, ist er ganz schön zäh. Okay, der hat ja. Ich glaube, der hat schon. Das hat, glaube ich, so sein letztes Stündlein geschlagen. Na komm. Ja, Puka Puka getötet. Na also. Glückwunsch. So, dann ja. Nee, dann tut mir leid, dass ich dich da jetzt nicht mitnehmen konnte. Ja, alles gut. Alles gut. Also müssen wir nach Astera zurück. Jetzt kommen diese kleinen irgendwas wie hier. Mizi, tu mal was für dein Futter. Aha. Krass. Ist der stark, alter Schwede. Jetzt haut er wieder ab. Da gibt's von der Katze eine mit der Glocke über die Rübe. Da ist auch noch einer. Oh, jetzt verfolgt der mich auch noch. Und der frisst sich voll. Leckt mich doch alle am Arsch. Geht weg. Oh Mann. Okay. So, habe ich da jetzt noch irgendwas zum. Was ist das noch? Poker-Spuren. Okay. So, dann gehe ich doch mal zurück nach Astera. Expedition zurückkehren. Jawohl. Bin aber permanent betäubt, ey, mich mit Deppen. Das Feldteam hat eine Verhaltensänderung und das Schlimmste ist, dass plötzlich noch Eltern. Sie sind wesentlich stärker als die Mon. Es wurden bereits mehrere Jäger und ich glaube, die fünfte hat noch ein paar. Jawohl, Sir. Wir sind in der Wild. Meiner Meinung nach ist es die einer Rat. Größe und Eigenschaften passen. Oh. Stärkere Monster. Ich bezweifle. Was sollen wir also Ihrer Meinung nach tun, Kommandant? Unsere verdammte Arbeit. Und wenn wir schon dabei sind, erstens, wir müssen die. Zweitens. Wir müssen die Arbeit. Haltet da draußen die. Verstanden, Sir. Gut. Aber seid extrem wegtreten. Gut, aber seid extrem wegtreten. Oh mein Gott. So, nimm hochrangige Expeditionen optionale Questern, um Fragezeichen, Radianspuren zu sammeln und mehr über das geheimnisvolle Monster herauszufinden. Ah ja. So, ja, jetzt habe ich hochrangige Quests und hochrangige Expeditionen. Ob nun Ratian oder nicht, wir müssen dieses Monster finden. Hör zu,